method of madness, gorilla harmony, we blacked out. Muscle through the rubber noses, jungle fog the mask out. Blow darts in your neck, a slingshot sign that gasp the last house. While we the metaphors, we overmines the glass. Hey ho Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute geht's mal um ein Thema, worauf ich relativ spontan gekommen bin, beziehungsweise gestern erst gekommen bin, weil ein englischer Naruto-YouTuber, der Eternal Hokage heißt, ein Video darüber hochgeladen hat und ich somit erstmal so richtig darauf aufmerksam geworden. Nämlich geht es darum, dass man Borutos Auge, also sein neues Dojutsu, auch im Boruto-Film gesehen haben müsste. Ich hatte darüber auch ein paar Kommentare bekommen, aber mir wurde irgendwie nie gesagt, wo genau, weshalb ich die Kommentare eigentlich meistens ignoriert habe und mir dachte, yo, man hat das Auge eigentlich nicht im Film gesehen, das hätte ich bemerkt und alles. Aber naja, wenn darüber schon Videos gemacht werden und so und manche das dann auch noch glauben, kann ich mir gut vorstellen, dass im deutschen Bereich das auch viele glauben und so. Und deswegen will ich einfach mal hier in dem Video drüber reden und das mal aufklären, was da eventuell wirklich abging und alles. Und damit man es auch nicht falsch versteht, ich habe nichts gegen Eternal Hokage, der ist eigentlich mit der Naruto-YouTuber, den ich am sympathischsten finde. Deshalb, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr ruhig bei ihm vorbeischauen oder sowas. Könnt ihr ihm ja ein paar Grüße von Mepa da lassen, auch wenn er kein Wort Deutsch versteht oder so. Aber naja, nämlich geht es um dieses Bild, was ich hier eingeblendet habe. Und wenn wir uns da Boruto anschauen, sieht es schon so leicht aus, dass er da, ja, sein Auge links aktiv hat und alles. Was ich aber abstreite, weil das liegt einfach nur dran oder es sieht einfach nur so aus, dass der Augapfel so dunkler ist, weil das einfach so weit ausgezoomt ist, sage ich einfach mal. Und ja, die Umrandung vom Auge halt einfach auch in den Augapfel dicker reingeht und das deswegen so dunkler aussieht. Und wenn es Borutos Auge wäre oder sein Dojutsu wäre, dann würde es auch noch etwas heller rausleuchten und alles und nicht eins zu eins wie das andere Auge aussehen. Zumal haben wir es auch genauso bei Naruto. Wenn ihr euch da mal auf Naruto fokussiert, bei ihm ist es genauso. Das linke Auge sieht halt ganz normal aus, aber das rechte Auge sieht halt dann genauso aus wie das Auge von Boruto und das hat halt nichts damit zu tun, dass die das Auge haben, sondern dass einfach diese Umrandung, sage ich einfach mal, etwas dicker gemacht wurde und etwas komischer gezeichnet wurde und schöner gezeichnet wurde, wenn man es so nennen will. So würde ich jetzt zum Beispiel erklären, weil es ist Quatsch, dass das Auge da schon gezeigt wurde, weil ich denke, da war es noch nicht mal richtig in Planung und alles, weil es kam halt noch nicht mal Manga vor und so, und wenn es nicht mal Manga vorkommt, denke ich nicht, dass es schon im Film vorkam, da ja schon etwas vor dem Manga kam. Ich denke wirklich, dass das Auge so ziemlich mit dem Anime reingekommen ist, dass sie sich gedacht haben, ja komm, daraus können wir doch so ein eigenes Auge machen und so, und so wird das dann halt in den Anime und in den Manga noch eingeführt, so, davon gehe ich halt aus. Was ich hier aber nochmal dazu sagen will, ist, dass ich denke, dass wir Borutos Auge im Kampf gegen Momoshiki sehen werden, sobald wir im Anime da sind, also da zweifle ich kein Stück dran, wir werden das Auge da zu 100% sehen, würde ich einfach mal sagen, also da bin ich mir wirklich sehr sicher, also es ist nicht abwegig, dass das Auge an der Stelle kommen könnte, weil er es da aktiviert halten lassen kann oder sowas in der Art, wenn ihr versteht, wie ich es meine. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich es meine. Auf jeden Fall, ja, wollte ich einfach mal darüber sprechen, weil ich habe Angst davor, dass irgendwie so viele das glauben und so viele denken, ja, das Auge wurde schon im Film aktiviert, was aber meiner Meinung nach eher wenig Sinn macht. Deswegen, ja, wollte ich das einfach mal aufklären oder beziehungsweise die meiner Meinung nach logische Aufklärung raushauen. Und eine kleine Sache, die ich noch vergessen hatte, auf Instagram habe ich jetzt ein Bild rausgehauen, wo ihr wieder die Fragen stellen könnt. Die habe ich letztens bei der Review komplett verpeilt und ich habe es erst heute gecheckt, dass ich es vergessen habe. Deswegen, sorry dafür, ihr könnt da die Fragen stellen und so, aber das Video wird trotzdem am Dienstag kommen, wenn ich schaffe. Deswegen, ja, wird alles dann normal beim Alten bleiben und nächstes Mal werde ich es dann wahrscheinlich bei der Review machen, wieder, wenn ich es nicht vergesse. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch da weiterhelfen, falls ihr dachtet, dass da irgendwas falsch ist oder sowas, oder falls ihr dachtet, dass da Borutos Auge im Film gezeigt wurde und so. Dann war's das mit dem Video und ich verabschiede mich mal aus, wieder Mepa.